So, was ist, ist besser jetzt? Also, heute mal wieder ein Movie von mir in Ottawa. Wir befinden uns auf dem Kinderspielplatz. Ich wollte gerade die Kamera rausholen, da kam er angerannt und hat sich erstmal hingelegt. Das ist das zweite Mal die Woche. Aber ich muss sagen, wenn ich dabei bin und der Kleinsache hat da nicht so weh getan und so, dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Also im Vorfeld. Morgen kommt Movie. Die Kinder wollen nicht mit Otto spielen. Ja, dann machen wir noch ein Movie und fahren dann ins Bixi oder was? Ja? Ich quatsch noch mit den Leuten hier und dann fahren wir los. Probier noch mal. Er sieht schon sehr komisch aus. Ist aber so, dass hier auf dem Spielplatz immer nicht viele Leute sind. Also nochmal jetzt. Im Vorfeld. Morgen kommt ein Movie. Das ist noch von vor zwei Wochen. Es ist allerdings so, ich habe es hochgeladen, da waren zu wenig Minuten. Dann habe ich nochmal nachgeladen. Dann habe ich nochmal neu geschnitten, nochmal hochgeladen. Dann kam wieder was von YouTube. Also es hat jetzt knapp 14 Tage gedauert, ehe ich in die Monetarisierung reingehen konnte. Und dann würde ich euch das mal ins Herz legen. Und zwar war ich dann mit den Jungs immer mal weg. Und da haben wir mal so ein paar Momentaufnahmen gemacht. Die Mädels haben sich alle fotografieren lassen, waren alle einverstanden. Also freut euch. Ansonsten... Ja, was ist denn? Ja, ich weiß, Otto, aber was wollen wir da machen, wenn die Kinder nicht mit dir spielen wollen? Ja, da müssen wir es alleine spielen lassen. Dann gehen wir jetzt ins Pixi und spielen alleine. Ja? Okay, kommt mit Otto. So, also. Ansonsten ist alles sehr angenehm. Sehr schick, sehr schön. Sind so ein paar Sachen noch wieder passiert. Das ist Wahnsinn. Aber das machen wir etwas später. Ja, ist wahrscheinlich immer schwierig, wenn Kinder kommen, wo zwei Geschwister sind. Die wollen immer alleine spielen. Naja. Ihr seht, der Otto bemüht sich, aber ja. Es sind nicht alle Kinder so freudig. So, in dem Sinne würde ich sagen, ja, wir bleiben jetzt noch eine ganze Zeit hier wahrscheinlich. Und dann fahren wir ins Bixi, das seht ihr ja nachher, dann machen wir Shorts. Und dann sind wir ja wieder bei der Oma. Also, wo soll ich hin? Komm, wir machen los, hä? Ja, wenn die nicht mit dir spielen wollen, dann können wir auch gehen. Nicht? Okay. Werbung. Wow. So. Wir befinden uns bei KFC hier. Allerdings habe ich hier so das Gefühl, dass ja gar keiner arbeiten will. Aber nicht desto trotz. So. Ja, es sind immer mal, passieren ja immer mal Sachen. Stellt euch vor, jetzt ist die Schwägerin gekommen. Hat gestern an meine Tür geklopft. Ciao! Hat mir das Telefon hingehalten und dann stand da drauf. Bin ich scharf? Da könnt ihr mir das im Bett bohren. Scharf? Ja, ich will nicht scharf. Ja, ich kann nicht scharf. Ja. So,
kurze Zeit später hat sie nochmal geklopft. Aber ich dachte mir, jetzt kommen sie mit 500. Und dann wird sie nochmal klopfen, dann kommt sie mit 300 und dann kommt sie irgendwann mit 20 Bett. Und da ist sie gleich zugelassen. Ja. Jetzt wird sie schon den vierten Tag nicht arbeiten, aber was soll's, ich kann ja nichts dafür, ich muss mein Geld sparen. Ne? So. Schmeckt's dir? Ja, das ist nicht scharf. Und das ist nicht scharf, nein, das ist nicht scharf. Also. Wie gesagt, freut euch auf morgen das Movie. Jetzt machen wir noch ein Witz des Tages. Ja. Ja? Ja. Und was machen wir dann? Dann fahren wir zu Oma. Und Papa bald den Spiegel ein. Ja. Okay, also ich würde sagen, Witz des Tages. Sag mal, Witz des Tages. Okay, Witz des Tages. Also im Prinzip war es eigentlich so, ich hatte bestellt, was ich immer bestelle. $149 $149 Aber es ist natürlich wieder so, es sind eigentlich junge Mädchen, dann dachte ich eigentlich, dass sie Englisch können. Und ja, aber sie haben mich nicht verstanden und dann haben sie eben einfach nur einen Burger gemacht und Eis, also ein Getränk. Ja, eigentlich wollte ich es zum hier essen, sie haben es zum Mitnehmen gemacht, wieder mal alles durcheinander. Aber das kommt eben, glaube ich mal, von solchen Sachen, wenn man ganz nah am Telefon dran hängt und Facebook und YouTube guckt und dann erschrocken wird, wenn jemand was zu essen hat. Da kann man leicht durcheinander kommen. Naja, ich werde mich da wahrscheinlich nie dran gewöhnen und desto trotz gibt es jetzt den Witz des Tages. Heute ist Party-Time, denn Otto schläft allein. Yeah! Der war gut, das ist kein Joke. Das ist bitterer Ernst. Au! So, hier sind wir nochmal. Und zwar haben wir jetzt nochmal angemacht. Wir wollten eigentlich auf den Markt fahren. Aber ihr seht es im Hintergrund schon. Es sieht ganz schön gruselig aus hier. So. Im Übrigen habe ich heute schon wieder einen Bericht gesehen, dass es in Partei aufwärts geht. Aber wie gesagt, von der ARD. Und wir gucken jetzt mal hier. Leer. Also hier war früher der Eingang. Und jetzt gucken wir mal nach dem Gartenzwerg. Wow. Und jetzt schalten wir mal schön rum. So, also, wie wir das hier sehen, ist über die Hälfte vom Bixi eingespart. Hier drüben sind noch ein paar Lädchen. Und hier, das war alles Verkaufsfläche. Dieses ganze Terrain hier, das hat noch zu Bixi gehört, der Streifen. Und hier, das waren normale Verkaufsfläche. Tja, es ist im Allgemeinen so, dass ich immer mal Trachten wieder... Das mal bitte jetzt kurz. Ich kann ja nicht das Ding tragen. Und... Also im Prinzip ist so, es wird immer wieder, sehe ich Movies... Wo es heißt, es geht vorwärts, es geht vorwärts. Aber ihr seht es ja selber. Inside sind vielleicht 20 Leute, wenn überhaupt. Und hier die Bank ist voll. Ah, ich muss ja umschalten. Da sieht man es hier. Ja, das ist so schwer. Du willst es essen und jetzt ist es so schwer. Und dann gibt es wieder her. So. Tja, also, ich würde sagen, bis gleich. Hier ist er wieder. Ja, ich muss sorry sagen, ich bin ein bisschen durcheinander. Es war so, Otto hat ja die Nacht gehustet
und nicht Gott zerbrochen und deswegen haben wir eigentlich kaum geschlafen. Was sagst du dazu? Warst du krank heute Nacht? Ja, in dem Haus ist der Armee. Also wir haben gerade noch ein Haus gebaut. Ich kriege Schweißausbrüche. Also ich würde sagen, wir legen uns hin, ruhen uns aus. Ansonsten würde ich euch das morgige Movie ans Herz legen. Bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir müssen uns ruhen. Bist du auch so kaputt? Ja. Ja? Ja. Da ruhen wir uns jetzt schön aus, ne? Da sagen wir zu den Leuten noch Tschüssi. Bye, bye. Ist beschäftigt. Bis die Tage, euer Tattoo-Man.